Hey, ganz zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Squad Builder. Wir sind wieder am Start heute mit einem sehr, sehr interessanten Team und ihr seht schon, es ist eine Dreierkette, mal was ganz anderes. Ich habe mal wieder mich hingesetzt und habe mir gedacht, auf welche Art und Weise könnte dein Spielsystem denn funktionieren? Und ich habe etwas gebaut, was der Wand vom Hansus in meinen Augen recht nahe kommt, zumindest auf meinen Spielstil angepasst. Und wie dieses Team aussieht, werdet ihr gleich sehen, wenn ich es mal vollständig habe. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da wird mir sehr viel bedeuten, ist eine großartige Unterstützung, ihr wisst Bescheid, wie wichtig diese Likes sind und wie motivierend natürlich auch. Und für euch ist es nur ein Klick, deswegen wäre das eine ganz, ganz tolle Unterstützung. Weitere Unterstützung ist ebenfalls möglich in der Videobeschreibung. Schaut unten rein, wenn ihr Team of the Seasons kaufen wollt oder Packs kaufen wollt mit Coins, denn da gibt es einen Link zu IG Vault. Da könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen und euch Coins kaufen. Sehr günstig und sehr schnell, vor allem auch mit dem Rabattcode MaxGamingTV kriegt ihr noch 6% auf eure Bestellung, was natürlich gerade jetzt während des Team of the Seasons eine absolut wunderbare Geschichte ist. Instagram und Twitter sind auch in der Videobeschreibung verlinkt, Facebook natürlich auch, und ich würde sagen, wir kommen einfach mal zu diesem Squad hier. Ich muss dazu sagen, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wann ich das Video hochlade. Ich bin das Wochenende ja in München, deswegen bin ich da ein bisschen dünn, was Videos angeht. Vielleicht kommt es am Samstag, vielleicht am Freitag, vielleicht am Sonntag. Macht euch keinen Stress, irgendwie sowas wird auf jeden Fall sein. Gut, laden wir nicht länger drum, sondern fangen einfach mal an und haben mit dem Torwart. Und da haben wir, wer hätte es gedacht, einen Non-Rare, und zwar Raphael von Napoli. Hat den Glove Chemistry Style, ist 1,86 Meter groß, 68 Hechten, 78 Reflexe. Ansonsten, naja, 73 Ballsicherheit und 74 Positioning. Ist nicht so stark, aber die Torhüter sind dieses Jahr sowieso entweder alle wack oder spielen richtig geil. Und er hat bisher noch keinen auffälligen Fehler gemacht. Ich habe bisher alle Spiele mit dem Team gewonnen. Und von daher macht euch mal gar keine Gedanken. Der reicht auf jeden Fall für die Torhüter-Position. Kostet dazu auch nichts und ist von daher wunderbar. Außerdem brauche ich ihn für die Chemie. Das Team ist übrigens natürlich wieder Nolings Wasted und relativ kreativ in meinen Augen, vor allem wie ich das Ganze verlinkt habe. Deswegen schauen wir uns jetzt mal die Verteidigung an. Und die besteht aus Jeremy Mathieu, Jemerson und Kalidou Koulibaly. So, fangen wir mal mit dem Senegalesen, der hier noch Franzose ist in Ultimate Team. Nächstes Jahr wird er leider Senegalese sein. Das heißt leider, einige Senegal, eine ganz geile Nation. Hoch mit Arbeitsraten, das ist nicht so schön, macht aber nicht sonderlich viel. 87, Physis 80, Defending 74, Tempo 1,95 groß. Kopfball stark und allgemein auch vor allem körperstark, wenn man den 87 Physis sieht. Ein sehr geiler Spieler. Ebenso günstig wie Jeremy Mathieu, 900 Münzen kostet er ebenfalls hoch mit Arbeitsraten, aber da das beide Verteidiger haben, reißen die keine Lücken rein und das ist dementsprechend gar nicht mal so schlimm. 84 Defending, 82 Füße, 76 Tempo und gute Shooting- und Passing-Werte kann man auf jeden Fall so machen, ist auch eine sehr, sehr gute Karte. Und Jemerson ist überraschenderweise bisher auch sehr, sehr gut gewesen für mich, hat nur 67 Tempo, 78 Defending, 72 Füße, ist nur 1,84 groß, hat mittel Arbeitsraten, aber der ist ein Non-Rare-Beast auf irgendeine bestimmte Art und Weise. Ich weiß nicht, wieso er so gut spielt, aber bisher gefällt er mir richtig gut und er muss rein, wegen richtig, Chemie. Im zentralen Mittelfeld haben wir zwei weitere Spieler des FC Barcelona, und zwar Rafinha und Javier Mascherano. Mascherano 68 Tempo, 85 Defending und 80 Füße, 70 passen nur. Ich habe lange überlegt, nimmst du ihn rein, weil die Werte sind nicht so nice, muss man ganz ehrlich sagen, was vollkommen überraschend ist. Normalerweise müsste er deutlich bessere Passing-Werte haben, hat er aber aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen nicht. Dafür war Defending natürlich super und 80 Füße für so einen Winzling ist auch eine ziemlich gute Geschichte. Der kostet auch nicht sonderlich viel, 4000 Münzen und hat bisher zwei Tore gemacht und das mit 59 Shooting. Das beeindruckt mich, der ist ziemlich offensiv stark, eigentlich aber seine Kernkompetenz defensiv, 1,74 groß, mittelhoher Arbeitsraten, eine richtig geile Karte. Ich mag Mascherano allgemein richtig, einer der wenigen Barcelona-Spieler, die ich wirklich mag. Ich habe ja sonst nur eine gewisse Abneigung gegen Barcelona, aber Mascherano ist ein toller Fußballer und ein unterschätzter Stratege vor allem auch. Und in Ultimate Team ist es anscheinend genauso, weil hier ist er richtig gut. Rafinha Forster Skills und Weakfoot, der Bruder von Thiago Alcantara, ist Rafael Alcantara, aka Rafinha. Bisher eine Vorlage, mittel Arbeitsraten, sehr gutes Dribbling, recht schnell unterwegs, ordentlicher Schuss, ordentliches Passen kann man auf jeden Fall so machen. Dazu Defending und Füße sind auch in Ordnung und für 700 Coins kann man sich da nicht beschweren. Wir kommen zu den Außen und die sind dann richtig stark besetzt, und zwar mit Stefan El Shaarawy und Juan Cuadrado. Hier haben wir so ein bisschen auf der Seite das, was bei der Wand ja der Fall war. Ich meine, gut, die Arbeitsraten sind natürlich wack hier, aber wir haben zwei Mittelfeldspieler, die viel mit nach hinten arbeiten, denn ja, der coole Kollege Juan Cuadrado hat mittelhohe Arbeitsraten, 5-Star-Skills, bisher 4 Spiele, 2000 Münzen gekostet, kein Tor, keine Vorlage, aber sehr geiler Spieler, denn die 5-Star-Skills sind einfach nice. Jetzt fällt ihm meine Kappe vom Controller ab. 87 Dribbling, 93 Tempo, Shooting ist auch in Ordnung, Füße sogar auch, also eine richtig geniale Karte, und er arbeitet mit nach hinten, was natürlich super ist in dieser Dreierkette, denn sowas brauchst du. Auf der anderen Seite, Stefan El Shaarawy macht das Ganze genauso hoch, Arbeitsraten. 4 Sterne Skills und 4 Sterne Weakfoot, 5 Tore und 4 Vorlagen in 19 Spielen, ist ordentlich, kostet nicht sonderlich viel, ist 1,78 groß, auch sehr schnell unterwegs, dribbelstark, natürlich auch einen vernünftigen Schuss, vernünftiges Passen, dazu ist die Physis nicht zu schlecht, und man muss ja ganz ehrlich sagen, mittlerweile spielt er wieder bei der Roma, da zeigt er wieder, was er kann, und die Monaco-Karte ist natürlich eigentlich nicht mehr aktuell, aber für dieses Team ist sie einfach ideal und deswegen benutzen wir sie. Kommen wir zum Herz
Herzstück dieses Teams und das ist Angel Di Maria, non-upgraded, 85er Karte. Er hat 10.000 Münzen gekostet und hat bisher 2 Tore und eine Vorlage gemacht. 4-Star-Skills, Linksfuß mittlerweile, ich denke, man kennt ihn. 88 Tempo, 86 Dribbling, 83 Passen, 79 Shooting, 70 Physis. Ein genialer Spieler, der damals verantwortlich war dafür, dass Real Madrid das Decima gewonnen hat und ist dieses Jahr auch wieder unglaublich stark. Sehr flairreicher Spieler, also sehr dribbelstark, sehr spektakulär, macht extrem viel Spaß mit ihm zu spielen und lohnt sich auf jeden Fall auf dieser 10er-Position extrem. Außerdem wollte ich ihn ganz gerne mal ausprobieren und das hat sich definitiv gelohnt. Die Sherlocks unter euch können jetzt mittlerweile schon erschließen, wer da im Sturm hinkommt, aber ich zeige es euch einfach trotzdem jetzt erst. Auf der einen Seite Paulo Dybala und auf der anderen Seite Edinson Cavani. Dybala natürlich der deutlich stärkere Stürmer hier in diesem Doppelsturm da vorne drin, in diesem Sturmduo. Er ist sehr schnell, 87 Tempo, 83 Shooting, 89 Dribblings, die upgradete Variante. Und er hat bisher in 5 Spielen 3 Tore und eine Vorlage gemacht. Kostet auch nur 4.400 Münzen, mittelgeringe Arbeitsraten, Linksfuß, wieder 4 Sterne Skills, 2 Sterne Weakfoot. Genauso wie Di Maria, Gott sei Dank habe ich hier vorne keinen weiteren Linksfuß, das wäre sonst tödlich. Aber Cavani ist Rechtsfuß und der hat bisher nicht überzeugt. 2 Vorlagen, 1 Tor in 4 Spielen, hohe Arbeitsraten. Früher kam ich super mit dem klar, früher habe ich den richtig geliebt, mittlerweile mag ich ihn einfach nicht mehr. Er ist sehr langsam geworden mit sein 76 Tempo, sein Dribbling fühlt sich auch nicht so gut an mit 81, 83 Shooting, 80 Physis, irgendwie auch nicht Kopfballschlag, irgendwie ist er nicht mehr so nice, aber eigentlich ist der Plan auch da vorne Ibrahimovic hinzustellen und sobald ich Ibrahimovic habe und ausprobiert habe, werde ich euch auch nochmal ein Video bringen mit Ibrahimovic und diesem Team vorne drin und dann machen wir nochmal eine Episode, wo wir ein bisschen was live spielen. Dybala ist der deutlich bessere Stürmer, gar keine Frage und mit Ibra wird dieses Team richtig genial werden, denke ich mal. Natürlich ist Jamerson hinten nicht ideal, natürlich sind die Arbeitsraten nicht ideal, Torwart auch nicht, aber ansonsten gerade das Mittelfeld und der Angriff sind sehr, sehr geil in diesem Team und mir gefällt es extrem gut, habe bisher alles gewonnen, es hat sehr viel Spaß gemacht, was bei FIFA normalerweise bei mir ja nicht gegeben ist und dementsprechend kann ich dieses Team nur weiterempfehlen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr verbessern würdet. Natürlich kann man hier Team of the Season Varianten hinstellen, sobald sie rauskommen, beispielsweise Di Maria oder Dybala oder eventuell auch ein Mathieu, ich habe keine Ahnung, Mathieu eher nicht, Mascherano vielleicht, wer weiß. Wird auf jeden Fall interessant zu sehen, wer davon Team of the Season bekommt. Verbesserungswürdig ist in diesem Team ja zumindest die Defensive, das geht halt nicht, weil es chemietechnisch nicht hinhaut. Die Offensive, naja, man kann Ibra halt hinstellen in allen möglichen Varianten, Dybala auch. Di Maria hat leider nur diese normale Karte auf A10 und links und rechts hat man auch keine Varianten, aber Quadrado in Form wäre theoretisch möglich, also man kann es teurer machen, man kann es eventuell noch besser machen, je nachdem, aber schreibt mir trotzdem eure Meinung zu diesem spezifischen Team erstmal ohne Ibra erstmal noch in die Kommentare zu dem mit Ibra, kommt es dann im nächsten Video. Gut, das war es erstmal soweit von mir, jetzt seht ihr gleich noch Highlights von diesem Team aus 2 Spielen, die ich bisher mit diesem Team gespielt habe, also ich habe mehr gespielt, aber von 2 Spielen seht ihr Highlights, das ist ja ganz klar und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schaut in der Videobeschreibung auch vorbei bei IG Vault, wenn ihr Coins braucht, um beispielsweise Ibra Inform oder Dybala Inform oder Quadrado Inform zu kaufen, so wie ich es eigentlich machen sollte. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und ich wünsche euch an dieser Stelle jetzt noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, macht's gut. Bis dann, haut rein und ciao.